Der Aufbau des Schlagzeuges, das Einrichten der Mikrofone und das richtige Einstimmen der Instrumente. Die Hip-Hop-Band vom Max, wie das Münchner Maximilian-Gymnasium auch genannt wird, hat viel zu tun. Heute können die Musiker ihren Hip-Hop, ihr eigenes Lied, selbst getextet und komponiert, in einem professionellen Tonstudio aufnehmen. In dem Lied geht's, wie sollte es bei einer Schulband anders sein, um die Schule. Ein Schüler glaubt, verschlafen zu haben, hetzt in den Unterricht und stellt dort fest, dass er viel zu früh da ist. Er hat sich um eine Stunde vertan. Bevor sie ihren Song aufnehmen lassen, müssen sich die Musiker erst einmal einspielen, müssen ihre Instrumente aufeinander abstimmen und den Gesang einpassen. Noch aber gibt's Probleme. Der Gag der ersten Strophe, das Geräusch einer Klospülung, wurde vergessen. Warte mal, du machst die Klospülung? Ja, das waren keine 8 Takte. Doch. Doch, mit der Klospülung schon. Das waren 2 Takte, wo nichts war, wo die Klospülung hätte kommen sollen. Zweiter Versuch. Doch wieder verpasst einer seinen Einsatz. So eine Scheiße von mir. Irgendeine andere Version gestern gerade. Was denn? Ganz komisch. Dritter Versuch, vielleicht klappt's diesmal. Nein, da kommen noch 2 Takte Bridge, um eine Stunde vertan. Erster Tag, zweiter. Ja, der Klaus hat aufgehört. Wolli, wir sind uns einig, der erste Teil hat 4 Strophen, der zweite Teil 2 Strophen, der dritte 3, oder? Ich bin dir einig. Auch der vierte Durchgang geht schief. Du hast hier die Bridge ausgelassen. Das ist aber scheißegal. Jedenfalls kommt nach der letzten, nach der vierten Strophe, kommt Bridge und dann kommt der Refrain. Ja, genau so haben wir es jetzt auch gemacht. Genau so haben wir. Endlich ist alles aufeinander abgestimmt. Nur ein Problem gibt es noch. Die Instrumente sind zu laut, der Gesang zu leise, kann kaum gehört werden. Tonmeister Ulrich Kraus gibt noch ein paar Tipps und bittet dann die Bandmitglieder nach nebenan ins Tonstudio zur Besprechung. Er erklärt, warum der Gesang zu leise ist. Ja, ja. Grundsätzlich wäre zu sagen, dass man natürlich all die Sachen jetzt hier, also eine Abstimmung mit dem Gesang und mit Saxophon, das ganze Zeug, dass das natürlich, sagen wir, richtig geplant sein muss. Das heißt, wir müssen wirklich wissen, wann was ist. Und dann ist es auch so, dass natürlich in den Gesangsmikrofonen unheimlich viel von dem anderen, also gerade vom Schlagzeug drin ist. 2, 3, 4. Die Musiker beschließen deshalb, erst die Musik aufzunehmen und in einem zweiten Durchgang den Gesang. Später werden Musik und Gesang mit einem Mischpult wieder zusammengemischt. Das Lied ist dann in perfekter Tonqualität aufgenommen. Abschließend wird geschnitten. Das heißt, einzelne Musikpassagen können gekürzt, herausgenommen oder verlängert werden. Dies geschieht mit Hilfe eines speziellen Computers. Die einzelnen Töne werden dabei als Zickzacklinien dargestellt. Tonmeister und Assistent können so den richtigen Zeitpunkt für den Schnitt leichter finden. Dennoch haben alle noch viel zu tun, bis das Lied fertig geschnitten und aufgenommen ist. Für einen guten Song braucht man auch einen guten Videoclip. Das wissen die Hip-Hopper vom Max. Nach dem Aufbau der Requisiten sprechen sie die Szenen durch und machen einzelne Stellproben. Gedreht wird die Szene, in der der Schüler aufwacht und feststellt, dass er verschlafen hat. Annette, die Regie führt, hat natürlich genaue Vorstellungen und gibt ihrer Lehrerin Barbara Haas an der Kamera Anweisungen. Schließlich wird der Raum abgedunkelt und die Dreharbeiten beginnen. Ja, wir wollten einfach die Geschichte von dem Text bildlich darstellen, damit man das eben versteht alles. Wir haben uns halt überlegt, was weiß ich, bei der Bettszene, dass wir dann ein Bett brauchen und vielleicht, dass der am Abend zuvor, jetzt kommt ja auch in dem Lied vor, dass er da so viel getrunken hat und deswegen stehen die Bierflaschen rum und er hat eine noch im Arm. Und dann muss man halt schauen, dass man das alles dabei hat. Ja.
Und während des Drehs, worauf achtest du da? Ja, ich weiß nicht, das kommt einem einfach so. Also man überlegt sich halt so, er liegt im Bett und dann geht er zum Zähneputzen und dann muss man halt darauf achten, dass er zur Kamera hin dasteht und nicht weggedreht, weil man möchte ja ihn sehen und dann fällt einem das halt irgendwie ein. Und ich bin ja auch nicht alleine, also wir sind ja auch zu mehreren und dann sagt jeder halt, was er anders machen würde. Weiter geht's zu den Dreharbeiten auf der Toilette, der nächsten Szene. Also wir machen hier zuerst so und dann können wir das Ganze ja mal so von oben filmen. Annette hat sich eine etwas ungewöhnliche Kameraperspektive ausgedacht. Schließlich soll der Videoclip auch ungewöhnlich aussehen. Die Kamerafrau muss wegen der Enge der Toiletten allerdings ein bisschen Akrobatik einlegen. Für die Idee schon gut, aber... Also, Moment. Also, dann los. Der fertige Videoclip sieht dann hinterher so aus. Es ist 10 vor 8 und ich bin aufgewacht. Der Wecker hat mich um den Schlaf gebracht. Der nervt mich, Mann, das sollte wirklich langsam wissen. Doch was soll's, ich muss raus, ich erheb mich aus den Kissen. Und ich fühle mich echt beschissen, außerdem muss ich noch pissen. Also auf ins Bad, denn Sonnendruck ist hart. Ich verlasse den Top und wasche mir den Kopf. Ein bisschen Morgenhygiene, also putze ich mir die Zähne. So, jetzt schnell noch was frisieren und die Pickel kaschieren. Und schon können wir es mal mit Frühstück probieren. Und dann ziehe ich mir was an. Mann, ich bin schon voll spät dran. Doch was dann, ob ich die erste schwänzen kann? Zuvor muss der Film am Schneidetisch fertiggestellt werden. Hier wird er geschnitten, das heißt, die Aufnahmen werden von einem Videorekorder auf einen anderen kopiert und in der gewünschten Reihenfolge aneinander gehängt. Die Schwierigkeit für die Schüler besteht darin, die passenden Bilder und die richtigen Übergänge beim Schnitt zu finden. Genau da fangen wir an. Nein, nein, das ist viel zu weit. Musiklehrerin Barbara Haas, die das ganze Projekt betreut, ist natürlich immer dabei. Je nach Schneidetisch können beim Schneiden auch verschiedene Effekte und Tricks eingebaut werden. Dann Zeitlupe aufnehmen oder sowas oder irgendwelche Vorgänge fünfmal nacheinander bringen oder ganz schnell oder ganz langsam oder irgend sowas. Aber das sind ja keine Tricks oder sowas. Also mit irgendwelchen digitalen Aufnahmegeräten oder so kann man dann noch irgendwelche Computeranimationen einbauen oder... ja, Vergrößerung, Ausschnittvergrößerung, das Bild rotieren lassen, einblenden, ausblenden, zwei Bilder übereinander blenden, dann irgendwie Farbverfremdung, alles Mögliche. Lehrer, Schüler streiten sich, sie streiten sich, setz dich, leck mich, setz dich hin, leck mich am Arm. Setz mich in Latein und ich schwitze wie ein Schwein. Zieh mir diesen Stumpfsinn rein und ich meine, es muss nicht sein. Oh nein, ich hab die Hausaufgabe nicht. Und der Lehrer, dieser Wicht, schaut mir voll ins Gesicht. Darauf bin ich nicht erpicht. Ich sag, die Prüfung kann sich sparen. Um eine 6 einzufahren, muss ich nicht jetzt übersetzen, sondern kann ins Seehaus wetzen. Ja, und Helles reinziehen, das wäre echt gut. Ja, Helles ist nie so schlecht. Doch es bleibt bei diesem Traum und ich sitz fest in diesem Raum. Wo wir gerade von Träumen reden, kannst du noch was Schönes geben, als die Rest der Zeit zu pennen, um das mal beim Namen zu nennen, denn ich bin müde wie ein Hund. Und das nicht ohne Grund. Letzte Nacht hab ich gefeiert, viel gefreit und gerallt. Doch was soll's, es geht nicht anders. Es ist jetzt nicht der Anlass, rumzuhängen und dir Stress zu machen, nach Schlaf zu drängen, sondern aufzuwachen. Wir haben, glaube ich, eher Spaß im Sinn, wir haben keine Message in unserem Red. Also es ist halt wichtig, dass, also uns kommt es darauf an, dass wir das für aus Spaß machen und nicht irgendwie Missstände, soziale Missstände irgendwie da kritisieren wollen. Und weil die gibt es ja auch bei uns hier jetzt nicht so deutlich wie da, wo der Rap herkommt. Genau, deswegen haben wir auch einfach ein Thema aus dem täglichen Leben eines Schülers genommen. Wir sind ja selber Schüler, halt, dass man zu spät zur Schule kommt, kommt hin und wieder vor. Ja. Muss man deswegen irgendwann mal drüber singen, ne? Ne, muss mal los. Ja. Ja. So unser Ventil. Ne, ist klar. Und Rap im Prinzip ist es eigentlich gar nicht. Es ist eher eine neue Richtung. Es ist Sprechgesang kombiniert mit bisschen, ich weiß nicht, bisschen grooviger Musik. Also mit Live-Instrumenten eben im Unterschied zum Rap. Mit eben Elementen aus
Hip-Hop, also mehr langsamer Rap und nicht so aggressiv. Und auch, also das, diese Saxophon-Bridges, die wir da hatten, die waren ja nicht typisch für den Rap. Außer Rap und Hip-Hop machen die Schüler aus dem Max auch noch ganz andere Musik. Hard Rock etwa. Oder Acid Jazz. Sogar ein Samba gehört zu ihrem Programm. Für den schwierigen Rhythmus gibt der Schlagzeuger dem Conga-Spieler Tipps. Das ist ja der Witz, Mann. Da muss ich hochreden. Nein, das ist der Witz, Mann. Das ist triolisch klingt. Das muss triolisch klingen. Das ist das Wichtigste, die Bassdrum eigentlich. Dann kommt die Snare und das Hi-Hat. Das ist die Snare und das ist das Hi-Hat. Das Hi-Hat erfüllt eigentlich nur so die Funktion, das läuft die ganze Zeit durch, ändert sich eigentlich kaum und ist so die Grundlage. Und dann spielt man mit der Bassdrum, mit der Snare, spielt man da Akzente rein und daraus entwickelt sich dann sozusagen die Schlagzeugmelodie oder das, was man dann so als Groove bezeichnet oder sowas, wozu man sich bewegt. Die Aufgabe vom Bass ist im Prinzip, dass er ein rhythmisches Fundament mit dem Schlagzeug herstellt, das dann eben als Grundlage zur Improvisation von der Gitarre dient. Der Unterschied zur Gitarre ist eben, dass das um eine Oktave tiefer ist. Also der Grundton von der Gitarre ist der hier. Beim Bass ist halt der Grundton. Und wasche mir den Kopf, ein bisschen Morgenhygiene. Also putze ich mir die Zähne. So, jetzt schnell noch was frisieren und die Pickel kaschieren. Und schon können wir es mal mit Früchte probieren. Und dann zieh ich mir was an. Mann, ich bin schon voll spät dran. Doch was dann? Ob ich die erste schwänzen kann? Ja, Max, was machst du? Also ich würde es nicht machen. Aber für ihren Videoclip oder für Live-Auftritte hat die Band auch einen eigenen Tanz einstudiert. Keine Chance, mich ganz verrenkt. Diese Musik wird jetzt schön. Wochenlang haben Annette und Gabi immer wieder die gleichen Tanzschritte und Sprünge probiert, bis alles perfekt war. Alle Bewegungen müssen zum Beispiel synchron ablaufen, also von beiden Tänzerinnen gleichzeitig ausgeführt werden. Ja, also weil wenn man die Choreografie aufstellt, ist es wichtig, immer auf 8 zu zählen, damit es immer also 8 Schläge in 2 Takte reingeht. Und das ist halt wichtig, damit überhaupt das Ganze einfach aufgeht. Und ja, dann hat natürlich die Choreografie auch noch wichtig, dass man irgendeinen Stil drin bleibt, sich auf einen Stil einigt und halt, dass man vielleicht immer ein bisschen schnelle Sachen und langsam ein bisschen abwechselt, nicht, dass man die ersten 10 Minuten nur wild in der Gegend rumhüpft und dann wieder dasteht und gar nichts macht, dass es halt einfach ein Bild ist und auch alles ein bisschen irgendwie fließend ineinander übergeht. Die Stunde vertan.